So, hallo an alle Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal habe ich hier ein tolles Pferd gefunden, VRF HZU. So heißt es ab jetzt. Und dann habe ich mich hier jetzt zu dieser Brücke begeben, da ich doch relativ gerne ein paar Teile von Farodra haben würde. Denn ohne die kann ich manche von meinen Klamotten nicht verbessern. Wie zum Beispiel das Heldengewand. Aber das würde ich doch sehr, sehr gerne tun. Was sind das? Okay, einfach nur ein Haufen Vögel. Gut. So, und da ich keine Ahnung habe, wie lange das dauert, bis Farodra dann da ist, geht es jetzt erstmal hier hoch und da ist ein Grog. Oh, cool. Na dann, eigentlich wollte ich mich wieder hier hochstellen, aber war schon besetzt. So, ist der Grog da? Naja. Du musst da nicht klettern. So, dann gucken wir jetzt mal. Wann, wo, wie kommt das Drachenvieh? Haha. So, ich kann nochmal gucken, ob ich von hier vielleicht einen Ort sehe. Nee, warte, was anderes wollte ich tun. Ich wollte hier beim Album schauen, wie es aussieht mit den, hier mit den, na, wie heißen sie? Die Erinnerungen. Okay, das sind alle 12. 1, 2, 3, 4, 5 fehlen mir noch. Das hier ist einfach nur irgendein Wald. Okay, der wird schwer zu finden sein. Das hier, anhand der Muster und so weiter, sieht es aus wie Schloss Hyrule. Das ist ja das hier in der Nähe. Da sind die Zwillingsberge drauf. Und das ist auch der Ritterplatz vor Schloss Hyrule. Alles klar, das einzige Problem ist also jetzt nur noch der hier. Ja. Ist doch gar nicht mal so schlecht, ne? So, und ist schon der Drache irgendwo? Da ist der Drache. Wo kommt der Drache eigentlich her? Aus dem See. Der Drache kommt aus dem See raus. Oh. Das ist ja interessant. So, habe ich irgendwas? Da, Elektroschutz, Topaz-Ohrringe. Boah, guck mal, bin ich fancy, Mann. Eieiei. So, des Weiteren kann ich ja auch noch die Leuchtesachen anziehen. Und so kämpfe ich gegen den Drachen, damit der Drache mich auch schön sieht. Hallo, Farodra. Mich würde es sehr begrüßen, wenn der Drache gut nah an mich rankommt, damit ich dann aufs Horn schießen kann. Denn anders komme ich ja nicht an die Hornsplitter ran. Glaube ich zumindest. Wie viele Pfeile habe ich mittlerweile? Das heißt, wie oft ich daneben schießen kann? 65. Und hier ist er noch ein bisschen viel. 87. Würde es was bringen, wenn ich den Bestienbogen nehme? Kriege ich dann theoretisch 5 Schuppen auf einmal, wenn ich ihn irgendwo treffe? Das wäre richtig fancy. So. Dann gehen wir mal dahin, wo der Drache dann über die Brücke fliegt. Momentan sieht das so aus, als sei es irgendwo hier. Och nö, nicht schon wieder. Ich muss mich jetzt doch beeilen. Mann, ich habe jetzt echt keine Zeit für dich. So. Der macht meinen ganzen Zeitplan durcheinander. Blöder Bastard. Wieso wurde er unter den Bogen fallen lassen? So, flieg. Und natürlich schockt es mich. Na schön. Hat nicht funktioniert. Das heißt, ich brauche Elektroschutz. Wo gab's nochmal Elektroschutzgedöns? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir doch auch einfach eine Elektroschutzmedizin basteln, oder? Ja, für nächste Nacht. Guck mal. Fischis. So, irgendwas habe ich bekommen, ich weiß aber nicht genau was. So, sieht aber eher nur nach einer Schuppe aus, oder? Wie soll ich denn dieses verdammte Horn von dem Vieh treffen?
Ja, es ist nur eine Schuppe. Och, Menno. Das ist aber doof. Wo ist das Drachenvieh hin? Weg. Ja, ist weg. Shit. So. Ja, man nimmt das Ganze mit der Ausdauer und so weiter. Aber ich habe zumindest mal festgestellt, dass es so halbwegs funktioniert. Ich muss halt dann nur das Horn von dem Tier treffen. Geht's hier rein? Nee. So, und von meinen Sachen liegt noch irgendwas auf der Brücke. Och nö, wieso schon wieder so ein blöder Bastard? Auf den habe ich jetzt echt keine Lust. 55 Damage. Geh tot. Ganz schnell viel tot. Du willst mich doch verarschen. Och, Mann, ey. Die Jäger sind tot. Ich habe den Anführer geplättet. Warum greifen die mich überhaupt noch an? Wieso gibt es in diesem Spiel überhaupt noch Jäger? Dreckige Hurenkobolde. Nichts weiter sind sie. Nein, nicht klettern. Dann mache ich wieder einen Absturz. Dann renne ich noch weiter runter und werde ich noch mehr tilt. Ich gehe da hoch und wenn der Wichser wieder voll abhärt, dann... Wieso ist der Junge so inkompetent im Klettern? So. Hier oben dürfte eigentlich auch noch safe Zeug von mir liegen, wie zum Beispiel so vielleicht den einen oder anderen Bogen oder so Schwertbananen, aber ne, ist ja alles wieder weg. So gut, das heißt, bin ich jetzt bis zum nächsten Mal, wenn ich hier hingehen möchte, muss ich mir also Elektroschutzmedizin holen, beziehungsweise basteln. Na gut, so, was machen wir jetzt? Vielleicht ja... Da ist ein Farodra-Plateau. Ich kann mir tatsächlich die Erinnerung holen. Das heißt, wir gehen hier lang. Und dann geht es einmal hier durch. Und dann habe ich nur noch das hier ein bisschen zurück. Ja. Klingt gut. So. Und was ist das? Ah, da sind diese Vögel. Die Vögel sahen eben ein bisschen komisch aus, als sie noch nicht so ganz komplett reingerendert waren. Also dann, VHF-HZU. Let's go, my friend. Is a friendly horse. Friendly horse is walking good. So, da geht's dann einfach lang. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Ja, ich brauch's vor allem, wenn nachher nochmal der Drache kommt und dann mich weiter schockt und mir Blitze durch den kompletten Körper jagt. Aber dass der Jäger da war, der hat mich total aus meinem Zeitplan gebracht. Aber das nächste Mal werde ich vorbereiteter sein, denn dann... Warte mal. Lass mich mal kurz was nachschauen. Nein, so, so? Hm. Habe ich hier auf irgendeinen Anhaltspunkt? Nein. Kann also jeder Wald sein. Im Grunde genommen. Wobei, ist da ein Weg drauf? Nee, auch nicht. So eine Scheiße aber auch. Klok, 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 klok. Octorok. Nee, links, Pferd. Bleib auf dem verdammten Drecksweg. So, wir gucken mal. Mit Glück finde ich hier jetzt einfach so während des Rumlaufens die Stelle, die ich brauche. Wieso sind hier so viele Octoroks? Das gefällt mir nicht. Ich mag die Dinger nicht. Lauf! Du bist doch gar nicht gegen den Baum. Hoch da. Hoch. Verdammte Mähre. So, da wird jetzt Gelände unwegsam. Da ist ein Bockblin. Der rennt gerade jemandem hinterher. Sucht jemand Hilfe und ich bin gleich ersoffen. Im Modder. Gut, dann... So, komm mal her, du Ola Kobold.
Einer tot. Sprungangriff, zwei tot. So, dann gib mir mal ein bisschen Belohnung, ihr Leutchen, Skille. Du hast uns errettet. Ich danke dir von Herzen. Yo, bitte sehr. Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit. Bitte nimm sie an. Okay. Feenwasser. Ah, okay. Das ist ja okay. Es wundert uns mehr sicher, selbst in Dörfern und Städten nicht. Ich muss härter trainieren, wenn ich mein Liebste beschützen will. Ja, das hat ja gut funktioniert. So, hier gerettet. Wir bereisen zusammen die Welt, um eine Blume namens Prinzessin Enzian zu finden. Natürlich wissen wir, dass es mit all den Monstern hier draußen gefährlich ist. Aber ich wollte unbedingt mitkommen. Solange wir nun zusammen sind, werden mein Mann und ich mit allem fertig. Lüge. Aber. Wo ist der Bastard? Wo ist der Bastard? Verdammter Drecksviech. So, egal. Da muss ich jetzt hoch. War nur ein Vögelchen, was da weggeflogen ist. Da sind Pilze und VRFHZU steht da schön. Herum. Und kommt zumindest nicht auf dumme Gedanken. Und wenn es nicht weiter angegriffen wird, dann bin ich auch davon begeistert. Da oben. Oh, auf der Karte sehe ich da. Palmen? Was ist denn das da? Ah! Das waren die Dinger einer Box. Und irgendwas habe ich gerade noch erschlagen. Bleib hier! Danke. Ich habe Fische erschlagen. Ah, das habe ich getan. So, und die Fische würde ich gerne haben. So, denn irgendwelche Fische brauche ich auch noch. Ne, Hyrule-Barsch und Ausdauer-Barsch sind es aber nicht, die ich brauche. Guck mal, da sind sogar Blätter im Wasser, die dann zur Seite geschoben werden, wenn man da durchschwimmt. Das ist schön. Ich muss niesen. Gehört obligatorisch zu jeder Aufnahmesession dazu, dass ich mindestens einmal niesen muss. Ah, die Nase kribbelt, was kommt denn raus? So eine Schweinerei aber. Okay, was ist hier oben? Drei Bäume, die in einer Reihe stehen. Sehr verdächtig, sehe ich aber trotzdem erstmal nichts. So, gut, da unten. Hier nicht, da nicht. Es ist alle überall ist gar nichts. Da wird es nur ein bisschen neblig, wenn ich da reingehe. Deswegen tue ich das nicht. Zumindest noch nicht. So. Wo genau ist jetzt nochmal dieses Bild, was ich finden möchte? Ich habe einen ganz falschen Winkel zur Brücke. Muss ich noch ein weiteres Stückchen gen Norden laufen? So, hüpfen, 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 laufen, rennen, bitte. Da ist ein Grog. Genau. So, und weil du dich so böse versteckt hast, schmeiße ich dir den Stein auch nicht auf die Rübe drauf. So. Gegner. Okay. Gegner sind erstmal tendenziell nicht so schlimm. Wenn es viele starke davon werden, dann wird es irgendwann ungemütlich. Aber bisher kam das ja noch nicht allzu oft vor. Ich möchte nicht sagen, dass es nie vorkam, denn das wäre gelogen. Aber nicht allzu oft. Was haben wir denn da? Zwei weiße und ein bisschen was rotes. Ansonsten noch was weiteres. Ein paar Frame-Einbrüche, die wir haben. Na, hab ich mich gerade erschrocken. Wieso habe ich mich von einem blöden Vogel erschrocken? Naja, wer weiß das schon. So, immer noch mehr in diese Richtung. Da werde ich auch noch später dann nochmal vorbeikommen. Och nö, nicht schon wieder so ein Feuerheimer. So, hingehen, warten, komm her. Wenn er mich entdeckt und dann winkt, während er winkt. Genau, während er winkt, kann man ihn in den Kopf schießen. So, genau, in den Kopf schießen. Kopf schießen ist immer gut. So, danke, hat ja funktioniert. Wer nichts gedroppt, ach stimmt, die droppen nichts aus ihrer Waffe. Hier kann sein, dass wenn man da irgendwas reinschmeißt, dass dann Grog rausgehüpft kommt. Aber so genau weiß ich das nicht. Oh. Ist das normales Wasser oder ist das nur Sabberzeug? Das ist normales Wasser. Ah. Hier sind nur ein paar Blobs.
Wieso benutzt ihr eigentlich die 55er Waffe? Das weiß mir auch niemand zu beantworten. Stopp. Ah, der ja Dorfruinen. Warum sind hier so viele Dorfruinen? Vielleicht, weil da Bobos waren. Ah, böse Bobos. Und ich habe doch mein Schild vor mich gehalten. Und komplett zerbrochen ist er noch nicht. So, komm schon. Och man, diese verdammten Exalfosse sind solche Weicheier, die überhaupt nicht richtig kämpfen können. Lauf nach vorne, wenn ich den Stick nach vorne drücke. Danke sehr. Ich glaube, eben habe ich... Bin ich eventuell gegen das Mikro gestoßen. Dafür entschuldige ich mich. Brauche ich so Kröten? Nee. Nö. Nur mal kurz die Liste zurate gezogen, die da sagt, hier, das brauchst du alles, wenn du all dein Zeug, was du momentan besitzt, krass machen willst. Da unten ist eine Box. Ich habe die Box gesehen. Also dann Bombe hier hin. Und kaputt. Das Kavum funktioniert nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Also habe ich irgendeine Waffe, die gut reinhaut, wie zum Beispiel so ein Hammer. Nee, ich habe so ein Großschwert. Das machen wir dann so. So. Bisschen dagegen hauen. So, großer Kraftpfeil. Schaut ihn euch an. Wusch. Genau. Und da komme ich dann auch an die Kiste ran. Und jetzt hoffe ich, dass mir nur der Stein nicht auf die Rübe fällt. 10 Holzpfeile. Ist okay. Werd mich nicht beschweren. Eine Schleichschnecke, super. Gibt es ja auch noch irgendwas anderes in der Adea-Dorfruine, außer ein paar Ruinen und ansonsten 2, 3 Exalfos? Hm. Nur die eine Kiste habe ich ja noch gefunden gehabt. Ist da auch eine Box? Nö, ist nur ein Brunnen. Hier sind ein paar Steine, aber die tun auch nichts, außer ein bisschen steinisch sein. Was war das? Wieder eine Schnecke? Nee, war ein Stock. Was? Was? Oh! Adea Seivarok. Ah, da sieht meiner an. Das ist doch spaßig. So, was nehmen wir denn da? Elektroschwert. Fangen wir erstmal damit an. So, also dann. My friend. So, eins. Komm schon. Ich könnte auch mal was anderes machen. Nämlich dafür, dass ich ein bisschen was aushalte. Was krasses um die um den Oberkörper anziehen. Und um die Hüften kommt dann den Kletterstiefel. Damit ich hier nach Möglichkeit schnell hochkomme. Komm schon. Aufstehen und hoch da. So, na scheiße aber auch. So, gut. Was hast du jetzt vor, Ivarok? Nichts Vernünftiges. Komm schon, schmeiß deinen nächsten Arm. Danke sehr. So, jetzt. Okay, ich bin hier oben. Was? Wie soll ich denn da hinten rankommen? So nicht. Vielleicht indem ich Bomben unter ihm durchrolle. Okay. Gott, okay, das wird schwer. Au! Wieso hat er mich denn jetzt so gehauen? So eine Schweinerei aber auch. So, und jetzt hinter ihn rennen. Ich komme nicht ran! Ich brauche eine Lanze. Oh doch, ich komme wohl ran. Halb tot, aber ich sehe ihn nicht. Beziehungsweise ich sehe den Rest von dem Vieh nicht. Komm, ich kann nochmal hochklettern. Aber hochklettern bringt mir nicht so viel. Ich muss da hinter falsche Richtung. Nee, link. Jetzt wegrennen und hoffentlich nicht gebitch-slappt werden. Ich wurde nicht gebitch-slappt, aber der ist mir trotzdem noch ein bisschen zu nah. Und er rennt mir jetzt nur noch hinterher. Nee, tut er nicht. Ah, jetzt schmeißt er seine Arme in zwei Teilen. So. Kann man schnell außen rumrennen. Jetzt will er nämlich nochmal hinfallen. So, komm mal. Lanze pieksen. Noch mehr pieksen. Nee, hat nicht funktioniert. Bernstein snacken. Ey, ist er nochmal umgefallen. Ich vergesse das dauernd, dass wenn man ihm gut Damage macht, dass er danach umfällt. Komm, hinten runter. Nein, das fehlt nur noch so wenig. Komm schon. Hoch. Andere Seite rum. Und pieks. Perfekt. Hat funktioniert. Ich hab's geschafft.
So, was hat er da gelassen? Ein Haufen Rhodoniten. Wobei, so ein großer Haufen ist es nicht. Na gut. Jetzt weiß ich, was es hier gab. Nivarok. Und hier ist ein Holzbogen. Wow. Hier ist so eine Kugel. Die Kugel muss hier raus, hier rein und dann wieder in den Brunnen hinein. Und ich kriege schon wieder einen Grog. Eieiei, die kleinen Waldgeister sind aber auch überall. So, tschüssi. Ja, sehe ich genauso. So, ein paar Frösche. Und ansonsten ist hier ziemlich wenig. Na gut. So, ich habe aber immer noch nicht den Baum gefunden, den ich brauche. Wobei, dieser Baum könnte es theoretisch sein, oder? Er könnte es sein. Sind da jetzt noch? Sind sie da? Sie sind da, ich habe es gefunden. Aha, perfekt. So, würde ich mal sagen, gerade jetzt hier schön, wenn es sonnig ist, muss ich mir noch was Ordentliches anziehen. Denn so gekleidet kann man sich doch nicht eine schöne Erinnerung an die Geschehnisse von vor 100 Jahren widmen. So, und jetzt kann mich erinnern, was hier an diesen Statuen vor 100 Jahren mit Blick auf die Hüllebrücke geschehen ist. Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber... Was, wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was? Was hättest du dann gemacht? Ei. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke, Daruk. Aber hey, Zelda. Zelda. Sie hat ein kleines bisschen Erwartungsdruck. Alle sagen ihr, du musst dies tun, du musst das tun. Aber sie hat es bisher nicht geschafft. Aber der Link, der krasse Boy, der hat es geschafft. Schau es euch an, Masterschwert. Jawohl. So. Jetzt stelle ich mir nur noch die andere Frage, was ich denn jetzt noch mache. Was wir jetzt noch machen. Denn die Folge hat nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich kann noch... Na komm, klettern wir auf den Panoraberg rauf. Da oben sieht's gut aus. Hier ist ein blöder Frosch. Der Frosch kann erstmal schön Frosch sein. Und natürlich wird der Link noch nass. Den habe ich richtig nass gemacht. Hahaha. Lustiger, der wurde wie zu. Hohoho. So, und dann... Weiß noch nicht genau, wann und wie ich mich dann das nächste Mal um das Problem mit Farodra kümmere. Aber irgendwann werde ich es sicher noch tun. In den nächsten Folgen. So, ich möchte aber nur gerne wissen, was das hier oben denn ist. So ein kleiner Schrein, Tempelruine gedöns. Und wer ist da? Ein Fuchs. Hallo, kleiner Kerl. Geht es dem Fuchs gut? Vielleicht. Kann ich ihn fragen? Nö. Warum? Weil er meine Sprache nicht spricht. Das hält zwar die meisten Leute auch normalerweise nicht davon ab, mit Tieren zu sprechen. Aber hier bringt es das Ganze noch weniger. Und natürlich ist darunter nur noch ein neuer Grog. So, 43 Grog zusammen. Und dem habe ich doch den Stein auf den Kopf geworfen. So. Na gut, vielleicht versuchen wir es dann nächste Folge nochmal mit Farodra. Vielleicht...
Vielleicht aber auch nicht. Erinnert nichts daran, dass diese Folge hier jetzt vorbei ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn sie das getan hat, dann zeigt mir es doch sehr, sehr gerne. Und zwar in Form von einem Daumen nach oben, einen Kommentar. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal hier dabei sein würdet bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dann, haut rein und ciao.